Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Rundgespräch Krankenhaushygiene in Pandemiezeiten. Heute wollen wir uns beschäftigen mit den Varianten. Sie sind natürlich mit Recht in aller Munde, Variants of Concern, auch Mutanten von Coronavirus, die es ja zum Teil mehr und mehr zum Normalen entwickeln. Ich freue mich sehr, dass ich heute auch wieder tatsächlich vier Kollegen hier habe, mit denen ich diese Frage besprechen kann. Links oben Klaus Schröppel, Ammerbuch, dann Christian Brandt, Berlin, Frauke Mattner, Köln und Tim Eckmanns vom RKI Berlin. Herzlich willkommen. Und ich darf anfangen mit der ersten Frage. Wie bewerten Sie jetzt diese Variants of Concern, die Varianten in Ihrem Krankenhaus und vor Ort bei Ihnen? Frauke, magst du anfangen? Wie sieht es bei euch aus? Ja, also der erste Schritt ist natürlich, dass man sie erst einmal identifiziert. Und Köln hat da eigentlich ein ganz gutes Projekt vor einigen Wochen gemacht, dass alle Positiven untersucht werden sollten auf die Varianten. Das wurde in Form von PCRs gemacht, wo das die 501er Mutation sozusagen als erstes aufgesucht wurde. Und man hatte zunächst einmal 5 bis 10% in Köln positiv getestet und dann ging das von Woche zu Woche hoch. 10%, ich denke, jetzt sind wir im Moment wahrscheinlich ungefähr bei 20%. Und nachdem wir nun diese Analytik in Köln erstmal etabliert haben, was sicherlich nicht an allen Standpunkten gleich schnell war, also viele Typisierungen sind erst auch im Nachhinein dann erfolgt, dann hatten wir auch Patienten, bei denen diese Variante nachgewiesen waren. Und letztendlich auch Personal bei uns, das betroffen war. Ja, gibt es. Und wenn man jetzt sich anschaut, inwiefern das auch Ausbruchspotenzial hat, können wir berichten, dass wir auch unter Mitarbeitern tatsächlich Übertragungen gesehen haben. Habt ihr besondere Maßnahmen? Die Hygienemaßnahmen sind ja grundsätzlich wahrscheinlich im Wesentlichen dieselben. Oder habt ihr erhöhte Quarantänezeiten? Ja. Also das war jetzt auch vom Gesundheitsamt schon im Vorfeld dann sehr kurzfristig angedeutet worden. Wir hatten immer die Möglichkeit in Köln, wenn wir Mitarbeiter als Kontaktpersonen ersten Grades hatten, dass wir die Möglichkeit durch ein häufiges Testen hatten, das sogenannte Kritispersonal denn trotzdem weiterarbeiten zu lassen unter den Hygienemaßnahmen. Das haben wir jetzt für die Mutanten aufgehoben. Insofern weise ich auch immer sehr darauf hin und auch die Geschäftsführung, dass wir wirklich versuchen müssen, dass wir keine KP1-Situation möglichst mehr haben, damit wir dann auch diese Quarantäne, die wir ja sonst auch teilweise so mal verkürzen konnten oder zumindest erträglicher gestalten, weil wir die nicht haben werden würden. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil letztendlich, weil das nochmal einen anderen Zug gibt auf die Compliance zu den Hygienemaßnahmen. Und wir alle merken, dass das nach einem Jahr irgendwie doch sehr ermüdend ist und man doch immer wieder neue Stimuli braucht. Und das ist jetzt ein Stimulus, der auch wieder ein bisschen negativ belegt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das doch nochmal jetzt wieder eine neue Welle gegeben hat, des Verständnisses, dass es sinnvoll ist, diese KP1-Situation wirklich zu vermeiden. Herr Brandt, Sie haben gerade vorher kurz erzählt, dass in Berlin gibt es offensichtlich auch große Probleme und Sie sprechen jetzt von wie haben Sie gesagt, Prozent der Varianten? Naja, wir sind jetzt so zwischen 35 und 40% bei den Neunachweisen, wobei da auch sehr viele Screenings aus zwei großen Berliner Krankenhäusern sind, in denen gerade ein Ausbruchsgeschehen mit der britischen Variante beendet wurde oder am Abflauen jetzt ist. Und in diesen beiden Krankenhäusern zusammen kommen wir dann auf knapp 100 Fälle von der britischen Variante. Und wir gehen davon aus, das kann man auch sehr schön sehen, die letzten Wochen, dass die britische Variante der neue Wildtyp werden wird. Und von daher sehe ich das im Management jetzt kritisch zu unterscheiden zwischen Wildtyp und Vox. Ich würde, und das ist jetzt so ein bisschen unsere Berliner Linie, die sich jetzt andeutet, dass wir sagen, wir müssen das akzeptieren, dass wir die britische Variante als Wildtyp bekommen werden.
Und wir müssen alles darauf setzen, dass wir die südafrikanische, also diese B1351 und die brasilianische, diese P1-Variante, dass wir die und mögliche andere neue Varianten, dass wir die möglichst rasch erkennen und uns darauf fokussieren, die wirklich dann getrennt zu legen und dort das Kontaktpersonenmanagement vielleicht noch konsequenter zu machen. Ansonsten haben wir uns jetzt verständigt, weil in Berlin, weil das sonst auch gar nicht mehr anders geht, dass wir die Kohortenbildung von SARS-CoV-2-positiven Patienten mit den alten Wildtypen, mit der britischen Variante oder diejenigen, die noch kein Typisierungsergebnis haben. Das dauert bei uns meistens 1 bis 2 Werktage, bis wir die Typisierungsergebnisse haben, dass wir die zusammenlegen würden. Und wenn wir aber eine Reiseanamnese haben in die einschlägigen Variantengebiete oder eben einen Hinweis darauf aus der PCR, dass halt die N501-Mutation da ist, dass aber diese Deletion 6970 fehlt, dann müssen die ja nachsequenziert werden, um zu gucken, ob das jetzt wirklich der B31351 oder der P1er ist. Das kann immer dauern. In der Zeit würden wir auf jeden Fall sehen, dass wir die einzeln legen. Ansonsten gestatten wir, dass das SARS-CoV-2-positiv kohortiert wird auf der Corona-Station und nicht weiter differenziert wird. In dem Zusammenhang ist es natürlich mittelfristig dann auch schwierig, ein unterschiedliches Management der Quarantäne oder Isolierungsdauern zu haben. Da haben wir aber, glaube ich, noch keinen Konsens. Da gibt es, glaube ich, auch noch nicht wirklich Daten dafür, was da wirklich rational ist, wie wir damit umgehen, wenn der britische der Wildtyp geworden ist. Mhm. Ja, ich meine, Herr Eckmann, wollen Sie mal kommentieren? Sie haben das ja in Berlin auch verfolgt und natürlich auch ohnehin vom RKI aus. Ja, nee, genau. Christian Brandt hat das ja schon angesprochen, was das Problem auch für uns ist. Wir wollen natürlich möglichst wenig großartig differenzierte Empfehlungen geben, weil das verwirrt noch viel mehr. Wir haben die Quarantäne insoweit geändert, die Quarantäneempfehlungen, dass wir gesagt haben, die Verkürzung auf 10 Tage mit Freitestung quasi geht nicht mehr. Wir haben gesagt, 14 Tage muss das sein. Ich glaube, das ist sinnvoll, das ist angebracht. Das sind bis jetzt viele anekdotische Berichte, die sagen, dass die Quarantäne, dass die Inkubationszeit kürzer, aber auch länger sein kann. Wir versuchen in verschiedenen Studien das jetzt rauszufinden, was da passiert. Interessanterweise ist da von England bis jetzt noch nichts publiziert worden, oder von anderen Ländern, wo es diese Variante, gerade die B117, die in England erstmalig nachgewiesen wurde, häufig vorkommt. Aber das ist, glaube ich, das Erste. Also da bleiben wir gleich. Wir haben heute, das kann ich direkt sagen, die Isolationszeit insofern geändert, dass wir gesagt haben, dass für eine VOC, welche Art auch immer, dass dafür die Isolation auf 14 Tage ausgedehnt werden soll und danach auch ein Antigen- oder ein PCR-Test durchgeführt werden soll. Und haben das aber erstmal nur auf VOC isoliert mit all den Problemen, die dahinter stecken. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass direkt kommt, wenn wir es aber nicht wissen. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das für die alles machen. Wir wissen auch noch nicht mal, ob 14 Tage ausreichen, weil es nun auch schon Papiere gibt, dass es angeblich länger sein soll, aber das ist nun keine, also alle kennen diese Harvard-Studie wahrscheinlich, wobei das aber 7 Patienten war, beziehungsweise NBA-Spieler, wo das nachgewiesen wurde. Also das wollen wir nicht als Grundlage nehmen, aber wir wollen in die Richtung gehen, wenn es soweit ist, wie Christian es auch angedeutet hat, was ja alles darauf hindeutet, dass das irgendwann der Wildtyp wird und wir dann uns so ungefähr überlegen müssen, können wir es dann noch VOC nennen, wenn es tatsächlich die dominierende Variante ist. Im Moment arbeiten wir mit sehr vielen anekdotischen Berichten. Die CT-Werte sind viel niedriger und alles Mögliche. Und dafür brauchen wir Evidenz. Ich glaube, zu diesen niedrigeren CT-Werten wird es bald auch ein Paper geben, wo man das nachlesen kann, dass das tatsächlich die Viruslast höher ist. Aber zu anderen Sachen müssen wir halt noch Daten sammeln. Und dann wollen wir Empfehlungen geben. Aber die Empfehlungen sollen natürlich so sein, dass sie kompakt sind und auf alles zutreffen und wir nicht für die eine Variante das und für die andere Variante das, weil das wird zu verwirrend und also Sie wissen, oder es wissen wir alle schon alleine 10 Tage Isolation, 14 Tage Quarantäne war total verwirrend für total viele. Also sowas einheitlich zu machen, kann man sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist, auch wenn das für uns im Metier sagen, ist ja ein Riesenunterschied, aber für viele ist es kein großer Unterschied. Ja. Oder vom Verständnis her. Helfen uns denn die Erfahrungen aus England? Die haben ja im Prinzip fast nur noch den Wildtyp Wocker B117
Und gleichzeitig, der Lockdown ist auch ein bisschen härter, aber die Zahlen gingen ja deutlich runter. Hilft uns das in dem, wie wir vorgehen sollten? Ich habe ein bisschen Hoffnung. Es geht in all den Ländern, in denen die B117 sehr dominierend, nicht in allen, aber in vielen Ländern, in denen sie dominierend ist, runter. Es geht in Portugal ging es sehr deutlich runter, es ging in Dänemark runter und in UK und in Irland auch. Aber die haben auch alle, muss man sagen, sehr massive Maßnahmen gemacht. So ein bisschen beängstigend ist ja bei uns, in dem Ansteigen der B117 wollen wir jetzt hier lockern. Und das macht Unruhe und finden wir nicht gut. Der eine oder andere hat vielleicht Herrn Wieler heute schon gehört. Wir sind wirklich beunruhigt über die Situation. Und wir sehen in Tschechien, wo B117 sehr dominierend ist, man kann rund um Prag angeblich schon so 60-70%. Und dort sind die Zahlen riesig hoch. Die haben 700, eine Inzidenz von 700 auf 100.000 pro 7 Tage, was natürlich irre ist, also im ganzen Land. Und deswegen, Hoffnung, es geht runter, aber anscheinend nur mit strengen Maßnahmen. Es gibt, finde ich, verblüffend wenig Papiere aus England im Moment, Papers, wo das drin beschrieben ist. Also das ist ein bisschen wenig und da warte ich drauf, aber da ist auch wohl nichts in der Pipeline im Moment, sodass wir unbedingt, wenn wir daran arbeiten, Studien machen, wie wir das auch mit Kollegen in Berlin machen. Herr Schröber, Sie betreuen ja verschiedene Kliniken in Baden-Württemberg und da gibt es ja wieder strenge Regeln. Ist es bei Ihnen überall einheitlich durchzuhalten? Also die Regeln sind zumindest gut bekannt und die unterschiedlichen Klinikformate finden auch, glaube ich, sehr gute Wege, einerseits die Spielregeln einzuhalten und andererseits aber auch die Krankenversorgung aufrechtzuerhalten. Also dass man wirklich jetzt man geht mit Respekt weiterhin mit dem Erreger um, aber dass jetzt durch das Auftreten von Varianten eine grundsätzliche Strategieänderung bei den Leistungserbringern zu beobachten wäre, das kann man nicht bestätigen. Es ist eher gerade bei auf Mitarbeiterebene so ein bisschen, ja nicht Bagatellisierung, aber so ein bisschen eine Verharmlosung, hat schon mitunter den einen oder anderen Übertragungsweg auch mit verursacht. Das ist leider so. Was eher stört, ist so eine gewisse Distanz oder eine kritische Haltung den Impfanstrengungen gegenüber. Also hier in Baden-Württemberg sind knapp 200.000 Impfmöglichkeiten, Impfpräparationen verteilt worden und die suchen immer noch nach einem Oberarm, wo man sie injizieren könnte. Also das wird sich hoffentlich in der nächsten Woche nochmal verbessern lassen. Und da ist gerade auch die Fachwelt, also die medizinischen Mitarbeiter, sind da noch etwas zögerlich. Also ich betreue ja verschiedene Reha-Kliniken auch. Und da gehen wir jetzt ganz massiv in Fortbildungen, um ja nicht um zu überzeugen, aber um nochmal Hintergrundinformationen zu liefern, weil entscheiden muss es jeder selber. Das ist ja auch ein Stück weit eine emotionale Entscheidung. Aber man muss es einfach thematisieren und dann bewegen sich viele nochmal und lassen sich dann doch impfen. Ja, die Diskussion um AstraZeneca hat natürlich nicht geholfen. Wobei es bei uns im Klinikum durchaus funktioniert. Also wir hatten eine Impfaktion letzten Sonntag mit 1700 Mitarbeitern. Und da sehe ich die Bereitschaft, und jetzt gibt es wieder eine am kommenden Sonntag. Also hier scheint es schon zu funktionieren. Da sind nicht so viele Proben übrig. Darf ich nochmal zur Diagnostik fragen, Herr Schröber, wie gehen Sie vor? Wird jeder positive oder wie wird eine positive Probe dann weiter evaluiert bei Ihnen? Ja, also in den Fachlaboren ist üblicherweise bis zu einem gewissen CT-Wert möglich, eine Mutationsanalyse durchzuführen. Da gibt es ja auch einen Anbieter, der dafür ein molekulares Kit, ein SNP-Kit zur Verfügung stellt, mit dem man im ersten Schritt die 501Y-Mutation sucht. Und wenn man die findet und gleichzeitig die Deletion nachweisen kann, dann geht es ja schon in Richtung kritische Variante. Und wenn sich das anders darstellt, muss man noch die 462 nachgucken. Und dann ist man entweder bei Südafrika oder bei Brasilien. In Baden-Württemberg wurden Anfang des Jahres gut 1000 Fälle mal nachsequenziert. Also die wurden nicht zufällig gewählt, die waren eben präsent und die wurden eingesammelt und man hat darin etwa 500 britische Varianten gefunden oder 500 Fälle mit der britischen Konstellation, also aller, das ist ja über ein Dutzend Mutationen, das komplette Set war vorhanden. 25, also 4%, weniger als 4% hatten die südafrikanische und 5, also deutlich unter 1% hatten die brasilianische Variante. Also auch bei uns wird das hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sich etablieren.
Ja. Ja. Ich glaube, zu dem Effekt, dass allein schon die Anwesenheit von der 501Y-Mutation teilweise zu überhasteten Reaktionen sowohl von den Kliniken als auch von den Behörden führt. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen nachbessern. Ich glaube, 34% waren es in Baden-Württemberg, gestern, was Sie gesagt haben, überhaupt Varianten. Und die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern, hat sich das in irgendeiner Weise jetzt geändert? Ich nehme an, die Vorschriften sind zum Teil anders, aber es wird wahrscheinlich gleich gut weiter funktionieren. Frage? Ja, also in Baden-Württemberg war leider zu beobachten, dass in drei aufeinanderfolgenden Wochenenden am Freitag eine neue Landesverordnung publiziert worden ist. Und das hat natürlich nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch die Behörden immer ein bisschen erwischt, sage ich mal. Aber man hat dann partnerschaftlich montags, dienstags telefoniert und die meisten Sachen lassen sich ja auch recht zeitnah umsetzen. Ja. Da ging es dann Testungen in Altenheimen und Zutrittserlaubnis nur mit negativem Testergebnis etc. Also die Teste, die sind sicherlich nicht schlecht im kleinen Umfang, aber wenn man wirklich größere Kollektive mit den Point-of-Care-Testen untersucht, zum Beispiel Besucher einer Klinik mit 400 Betten, da kommen pro Tag 120 Zivilisten, Laien, die getestet werden wollen. Ja, man findet auch zwei, drei positive, aber das ist ein recht großer Aufwand für die Klinik, die wieder Pflegekräfte bedarf, man muss wieder Personal dafür absetzen. Also da müssen wir uns noch ein bisschen da nochmal schütteln, damit das richtig gut funktioniert und nicht zu einer Belastung wird, die mehr schadet als nützt. Also wie lang sind jetzt die Zeiten? Das gab wahrscheinlich von Standard zu Standard Unterschiede, die Zeit von Identifikation von Coronavirus bis zum Nachweis einer Variante. Wie lange dauert es? Herr Brandt, wie lange ist es bei Ihnen? So im Allgemeinen am ersten oder spätestens am zweiten Werktag in den allermeisten Fällen. Die kommen dann immer so zwischen 21 und 22 Uhr, die Ergebnisse. Und am Anfang haben wir dann noch gedacht, dass wir was Gutes tun, wenn wir das dann sofort umsetzen. Das heißt, alle, die halt die N501Y haben, wo die Deletion aber nicht nachgewiesen ist, die dann mit Verdacht auf südafrikanische Variante eine nächtliche Umschiebeaktion empfohlen haben. Das machen wir jetzt aber nicht mehr, sondern wir warten jetzt mal ab, weil sich viele eben auch dann in der Sequenzierung als Fehlalarm herausgestellt haben. Aber wie gesagt, wir haben es im Prinzip spätestens am Abend des zweiten Werktags, der auf die Erstdiagnose folgt. Mhm. Aber bewertet jetzt jemand die südafrikanische nochmals anders als die anderen? Hat die eine Chance gegen die britische? Frauke, was ist bei? Also wir haben sie bislang ja nur ganz vereinzelt nachgewiesen. Ich glaube nur zweimal. Wir haben dazu die britische und es ist auch so, dass wir, und da möchte ich nochmal zu den Laboratorien kommen, in der Situation sind, dass irgendwie drei Laboratorien für unser Krankenhaus zuständig sind, auch ein niedergelassenes Labor und dass wir diese Response-Zeiten, also weiß Gott nicht, von einem Tag auf den anderen erhalten für die Mutation. Und das macht organisatorisch natürlich sehr, sehr große Umstände, weil man, wenn man sich überlegt, man möchte Sortenreihen kohortieren, das, was vorhin schon mal kurz angesprochen worden ist. Und ich denke, das ist, solange man sich nicht richtig gut auskennt epidemiologisch und nicht wirklich weiß, was daran hängt, also schwere Verläufe, wie es ja schon in England ja eigentlich schon mal in einer Studie angefangen wurde, jetzt schon zu schreiben, dann wäre man gezwungen, also Sortenreihen zu kohortieren. Würde bedeuten, man würde präemptiv die positiven Einzelzimmer isolieren. Und dann ist es natürlich sehr misslich, wenn dann anschließend die Mutationsanalyse den Tage benötigt, bis sie dann vorliegt. Also im Moment ist es so, dass wir für die Patienten die Information am Tag selbst oder eigentlich am darauffolgenden Tag erhalten. Das geht ganz gut. Für Mitarbeiter ist es im Moment so, dass nur zweimal die Woche die Nachtestung erfolgt. Aber wenn wir einen Ausbruchsverdacht haben, dann wird es spontan gemacht. Also so behelfen wir uns kollegial untereinander. Aber es ist nicht so einfach, wenn man jetzt kein universitäres Institut
im Hause hat, wie das die großen Kliniken haben und dort diese Analytik reibungslos sofort läuft. Und ich denke, wenn wir jetzt in die Breite gehen, in den allen möglichen kleineren Krankenhäusern, das wird überall noch rumpeln und das wird überall noch Tage brauchen, bis jeweils diese Analytik vorhanden ist. Gibt es jetzt mehr Ausbrüche durch die Varianten auch im Krankenhaus oder übertragen im Krankenhaus? Herr Brandt, Sie haben das ja vorher angedeutet, oder Herr Eckmanns, wollen Sie kommentieren? Das ist eine ganz schwierige Aussage und die kann man auch fast nicht äußern, weil zum Beispiel fragen die einen natürlich, werden die Ausbrüche dadurch größer, aber es ist klar, wenn man im Moment im Krankenhaus einen etwas größeren Ausbruch hat, dass sie dann hingehen, das Krankenhaus, und anfangen zu typisieren und guckt, okay, habe ich die Variante, sodass wir da also ganz leicht verzerrte Zahlen haben. Genauso ist es so, wenn im Moment auf einer Station ein Ausbruch mit einem Wildtyp ist und auf einer anderen Station noch ein Ausbruch mit einem Wildtyp ist, dann sind das zwei Ausbrüche, weil man die nicht zusammensieht. Bei einer Variante würde man direkt diese Ausbrüche zusammentun oder das untersuchen, sodass die Zahlen, die bei uns sind, garantiert verzerrt sind. Deswegen werden wir die gar nicht analysieren und veröffentlichen. Also wir werden sie wahrscheinlich analysieren und sind dabei, aber werden die nicht veröffentlichen, weil es eine Verzerrung gibt, die dieses, was wir sowieso schätzen, aber nämlich, dass sie größer sind, in diese Richtung geht, sodass es ganz, ganz schwierig ist und man es wahrscheinlich an einzelnen gut untersuchten Ausbrüchen mehr lernen kann, als wenn man alle Ausbrüche anguckt. Und das muss man bei solchen epidemiologischen Aussagen ganz vorsichtig sein, weil man das einfach so erwartet, aber man würde aufgrund der Art, wie getestet wird, wie gemeldet wird, wird es genau in diese Richtung gehen. Da muss man also ganz vorsichtig sein. Ich möchte noch ein Wort einfach sagen, Christian, in der Schnelligkeit, in der ihr die Varianteninformationen bekommt, bekommt der Großteil der Krankenhäuser in Deutschland bei weitem nicht die Information, ob SARS-CoV positiv oder negativ. Also spricht eine Elite von Krankenhäusern, die wirklich einen Vorteil haben. Ich weiß nicht, ob du ein kleineres Haus hast, Klaus, wo du das mitbekommst, aber dann hast du es wahrscheinlich organisiert, dass ihr das schnell bekommt. Ich kenne Krankenhäuser, die auch jetzt noch 3-4 Tage darauf warten, bis sie überhaupt irgendein Ergebnis mitgeteilt bekommen. Und nochmal zu dieser Dominanz von B.1.1.7, also ist wahrscheinlich überhaupt nicht so. Und wir kennen alle diese Diskussion darum, ob man irgendwie einen Stamm lieber hat als einen anderen und ob man das irgendwie züchten sollte. Aber wir wissen, in Tirol gibt es tatsächlich B1351. Es gibt in Mosel B351 gar nicht so weit entfernt von Baden-Württemberg. Saarland hat relativ viel B1351. Also wir können, also das ist nicht sicher. Und wenn irgendwo der B1351 die Chance hat, dann dehnt er sich auch ganz schön schnell raus. Wahrscheinlich können wir gar nicht so unglücklich sein, dass wir im Moment eher B117 haben. Und wie das ist, wenn wie das in Österreich sich weiterentwickelt, ist einfach spannend zu sehen, wo ja in größeren Teilen Österreichs eher B117 ist, aber in Tirol ist es ganz klar, wahrscheinlich durch ein größeres Ereignis eingebracht, diese Variante, die erst zunächst in Südafrika gefunden wurde. Und das muss man gucken irgendwie. Und deswegen ist gutes Testen absolut wichtig, aber da passiert noch einiges. Also wir werden jedes Mal ja neu überrascht von diesem Erreger. Ja, aber Herr Eckmanns, können Sie vielleicht noch kommentieren, wie gut die Daten sind? Es gibt natürlich Daten, das RKI publiziert natürlich auch Daten und die Länder, Landesgesundheitsämter, wie genau wissen wir denn Bescheid? Ich glaube, da ist ja einiges aufgebaut worden, das muss auch ins Meldesystem noch. Wir haben dieses Dash, dass man auf verschiedene Art und Weise Sequenzierergebnisse ans RKI meldet. Wir haben auch über ARS, über dieses System, was wir ja haben, können wir auch die Virusvarianten nachweisen, sodass wir mit verschiedenen Systemen sind. Wir hatten für die letzte Woche im Schnitt, sind wir bei um die 20% gelandet für die B117, wesentlich niedriger die anderen beiden Vox, auf die wir im Moment ein Augenmerk haben. Man sieht den deutlichen Anstieg, man sieht Unterschiede in den Bundesländern, aber das muss man schon dann vorsichtig anfangen. Also ich bin bei diesen Bereichen 35%, ich glaube, das hat Labor Berlin diese Zahl gegeben, Christian. Das ist natürlich auch eine Selektion, das kann man nicht auf ganz Berlin unbedingt rausnehmen. Labor Berlin kriegt auch oft Dinge nur zum Nachtesten, wenn die mit drin sind, wird es eine Überschätzung. Also ich glaube, wir haben relativ gute Zahlen, müssen die verschiedenen Systeme angucken und mit den Ländern in Kontakt bleiben und mit den Leuten. Aber dass das deutlich ansteigt und dass wir
eine Kurve machen können, wo wir sagen, dass wir wahrscheinlich, wenn wir uns hier in der Runde in 4-5 Wochen wieder sitzen, finden würden, wäre es wahrscheinlich schon, wird es über 50% sein, gehe ich von aus. Ja, also es geht ja wohl überall hoch. Frau, willst du was sagen? Ja, ich denke, mir lege es nochmal am Herzen, es wird immer so besprochen, dass die Varianten den Wildtypen verdrängen. Ja, das kommt mir immer so vor, als wenn die sich von alleine aus breiten würden und als wenn dann diese Varianten sich den Wildtypen schnappen würden in derselben Person und wegnagen und sich dann an diesen Platz setzen. Und das finde ich irgendwie immer ganz schwierig in den Diskussionen. Und das wollte ich zumindest einmal ganz klar sagen, dass es natürlich Events gibt, in denen diese übertragen werden. Und dass diese Events, in denen die übertragen werden, und dann sich eine große Verbreitung haben, in natürlich auch ein bisschen sozioökonomischen Rahmen irgendwo stattfinden. Und dass es da gar nicht zu einer Verdrängung kommt, sondern dass es neben dem sogenannten Wildtyp im Prinzip ja so eine Art neuer Erreger ausgebreitet wird, eventuell mit etwas anderen epidemiologischen Kontakten, als das der Wildtyp bislang ausgebreitet wurde. Und ich denke, dass man deswegen schon auch, was die Maßnahmen angeht, das zumindest sehr gut analysieren muss, damit man tatsächlich die Transmission weiterhin im Griff behält. Ja, also da kann man sicher auch in Bälde gewisse Daten gewinnen drüber, oder? Wie hoch es kann, wird die R-Werte separat berechnet für Varianten und für sogenannten Wildtyp? Also wir haben das bis jetzt nicht gemacht. Wie gesagt, wir gucken an so Einzelereignissen, wollen wir gucken, ob es inwieweit es eine bessere Übertragung gibt. Also ich finde, wichtig ist immer wieder, es gibt auch gute Beispiele. Es gibt durchaus auch in Berlin Krankenhäuser, die haben durchaus B117 und es kommt nicht zu Ausbrüchen. Also dass man das containen kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Es kann immer zu einem Ausbruch kommen, da gibt es verschiedene Gründe, muss man schnell reagieren, manchmal wird es größer, dann reagiert man dann umso härter, aber es geht auch, den zu containen, und das muss man sagen. Und ich finde diese Aussage von Frauke eben nochmal ganz wichtig, also diese Vorstellung, es ist möglicherweise gar nicht so sehr ein Verdrängen, vielleicht setzt er sich einfach nur zusätzlich drauf. Wir haben diese Frage ja oft bei Klebsiellen und dann die carbapenemresistente Klebsielle damals in Italien, die hat sich einfach draufgesetzt irgendwie. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen wehmütig werden können, könnten wir die Kurve jetzt mal angucken, wie die aussehen würde, wenn wir nicht B117 in Deutschland hätten, wie schön runter das weitergehen würde. Und das wäre gar nicht, glaube ich, so ein Knick. Ich habe mich noch gar nicht gesehen. Ich habe das mal bei uns Leuten gefragt, ob sie das mal machen könnten. Und das wäre wahrscheinlich der durchgehendes Runtergehen, wie wir das alle gehofft haben. Und die kommt jetzt dazwischen. Aber das ist halt einfach nochmal eine neue Anstrengung, die ihr in den Krankenhäusern machen müsst, die wir am RKI machen müssen und leider auch das ganze Land. Und das müssen wir jetzt gucken, wie das mitgeht, weil sonst habe ich habe wirklich Befürchtungen, dass es wieder hochgeht, wenn wir da nicht wirklich rangehen und das versuchen, unseren Politikerinnen auch klarzumachen. Ja, sicher sehr gerechtfertigt. Frage? Ja, ich denke, wir haben ja angefangen im Gespräch und gesagt, naja, muss man da wirklich andere Maßnahmen initiieren oder auch durchsetzen oder die Compliance erhöhen? Das wäre doch, dieselben Maßnahmen wären ja effektiv, aber ich denke, da müssen wir tatsächlich in dieses Compliance-Thema wirklich jetzt rein, was wir bislang gar nicht unbedingt wirklich mussten. Also die Maßnahmen werden dieselben sein, aber die Durchsetzungsmöglichkeiten müssen intensiviert werden. Aber dann trotzdem nochmal eine ganz große Bitte ans RKI, also Tim, an dich oder euch auch, dass man doch versucht, wirklich schnellstens noch weiter zu analysieren, wie sind tatsächlich diese Transmissionsevents, denn wir machen ja jetzt immer alles, also Abstand und Masken und Hände und Lüftung und wenig Kontakte oder keine Kontakte. Und dieser Blumenstrauß, wenn man ihn 100%ig anwendet, ist immer 100% safe. Aber es ist nicht jederzeit von jedem so 100% anwendbar. Und wir müssen jetzt besser sein in der Kombination dieser Maßnahmen. Nur es wäre gut zu wissen, in welchen Situationen wir besonders
im Prinzip diese Aufmerksamkeit, die wir dafür brauchen, einsetzen, beziehungsweise vielleicht doch mal umgekehrt gedacht, wo wir nach, wir sind natürlicherweise nachlässig. Ja, und wenn man immer sagt, du musst immer 100% geben, in jeder einzelnen Situation gelingt uns das nicht. Also es gelingt niemandem, ja, auch einem Hygieniker nicht, auch mir nicht. Ja. Dass wir dann wirklich nochmal fokussiert das auf die Situation wirklich konzentrieren können, damit es uns dann gelingt, die ganz besonders gefährlich sind, wo diese Transmissionen wirklich leicht möglich sind. Also ein Ausbruchsgeschehen, was ich jetzt gerade vor Augen hatte, das war draußen, ja, weil ich bei sehe, wenn wir jetzt draußen bei dem schönen Wetter unterwegs sind, dass die Meinung ist, draußen kann nichts passieren, ja, aber wenn man irgendwie nebeneinander auf der Bank sitzt und raucht, dann kann man eine 100%ige Attack Rate durchaus hinbekommen, haben wir geschafft, so, und bei Mitarbeitern und in einer bestimmten Gruppe, und das sind die Dinge, denke ich, die wir jetzt mal schnell auch nochmal herausarbeiten müssen. Also wo sind die wirklich gefährlichen Kontakte? Sind das sicher Dinge, die wir schon sehr lange versuchen, Herr Brandt? Aus meiner Sicht auch mit der neuen Variante jetzt immer wieder das Gleiche, wie Frauke auch schon gesagt hat. Ich denke, kurzer Abstand ohne Double Masking. Ob das jetzt die Nachlässigkeit ist am Patienten, am psychiatrischen Patienten, der eh keine Maske trägt und wenn die Maske nicht beim Personal nicht richtig sitzt oder Personal. Aber aus meiner Sicht ganz klar die Kombination aus geringer Abstand und nicht beide haben irgendeine Art von Maske richtig auf. All diese Sachen, ist der Raum groß, ist der Raum klein, ist das ein Lüftungsgerät, ist das draußen, ist das drinnen, das ist aus meiner Sicht alles gar nicht so entscheidend. Ich bin auch nicht so sicher, ob die Dauer wirklich so entscheidend ist, weil so eine Zigarettenpause oder so ein gemeinsames Kaffee trinken und dabei einmal laut über einen Witz lachen, das geht ja relativ schnell. Aus meiner Sicht werden Raum durch Lüftung und Zeit eher überschätzt, aber Abstand und Maske korrekt tragen kann man gar nicht überschätzen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wahrscheinlich werden Sie meistens so sehen, oder? Herr Schreppel, würden Sie auch zustimmen? Ja, also gerade bei Mitarbeitern findet man bei der zweiten oder dritten Interviewrunde dann immer entweder eine Mitfahrgelegenheit oder ich war doch noch einen Kaffee trinken oder wir haben doch eine Besprechung zu dritt im Büro gemacht. Also das sind so ein bisschen die Klassiker. Dass es jetzt von Mitarbeitern auf Patienten irgendwie übertragen wird, da gibt es eigentlich keine richtig guten, also Eindrücke zumindest. Und zumindest in den 3-4 Häusern, die ich betreue, würde ich jetzt nicht sagen, dass durch die Varianten sich eine völlig neue Situation ergeben hat. Ich glaube, dort, wo grundsätzlich mit einer gewissen Disziplin und Konsequenz gearbeitet wird, ist die nur graduelle Verbesserung der Übertragbarkeit durch ein besseres Undocking ist anscheinend gar nicht mal so kritisch. Ja, also. Ja, das wird sicher ein Thema, das wird uns noch lange beschäftigen, Varianten und neuer Wildtipp, ja oder nein. Alte Methoden, neue Methoden, Liebe zu übertragen. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch lange weiterreden, aber jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde wieder dabei. Jetzt müssen wir es hier beenden, so interessant es ist, und wir sehen uns dann ja wieder bei einer anderen Gelegenheit und haben sicher weiter ähnliche Themen. Ich wünsche einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.